Manche von uns fragen sich wahrscheinlich heute nach den Protesten gegen die Agenda 2010 und gegen Hartz IV, warum sind hier eigentlich so wenige Menschen? Warum sind hier so wenige, um zu protestieren gegen die Politik, die da drin jetzt gerade exekutiert werden soll? Und ich glaube, dass es falsch wäre zu sagen, wir müssen erst darauf warten, bis die Krisenfolgen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes angekommen sind. Diesen Zynismus dürfen und können wir uns nicht leisten, sondern wir müssen Aufklärungsarbeit leisten, wir müssen deutlich machen, was sich hier eigentlich abspielt. Und wenn die Frage steht, warum sind hier heute eigentlich so wenige, dann glaube ich, hat das einen Grund. Man traut CDU und FDP zu, etwas von Wirtschaft zu verstehen. Und man traut Frau Merkel zu, etwas von Wirtschaft zu verstehen. Und man glaubt, die Linke hätte keine Ahnung von Wirtschaft. Und dass sich Frau Merkel bei all dem eines äußerst wirksamen Narrativs bedient, einer äußerst wirksamen Erzählung, das tut ein Übriges. Und diese Erzählung ist, und die hat auch noch eine rassistische Dimension, weil wir Deutschen fleißiger sind als beispielsweise Griechen, Spanier, Italiener. Deswegen wäre angeblich in Deutschland die Krise nicht so durchgeschlagen, wie es in anderen Ländern Europas der Fall ist. Und was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, die einzige Form zulässigen wirtschaftlichen Denkens in Europa ist das europäische Wachstumsmodell, was von FDP, CDU, aber auch Grünen und SPD in den letzten Jahren immer wieder beschworen und forciert worden ist. Das ist die Politik des Sozialabbaus. Es ist die Politik des Drucks auf niedrige Einkommen. Es ist die Politik des Drucks auf Menschen, die nicht über ein geregeltes Einkommen, über Arbeit im Erwerbssektor verfügen. Und diese Politik hat dazu geführt, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland immer mehr gestiegen ist, dass aber der private Konsum immer weiter abgewürgt worden ist. Das heißt, es hat sich eine Schere entwickelt, einerseits zwischen dem, was wir hier alle kaufen und kaufen können, und dem, was die deutsche Wirtschaft produziert. Was ist aber mit dieser Schere, die sich da aufgetan hat? Diese Schere ist in den Export geflossen. Und in dem Rahmen, in dem Deutschland exportiert, mussten sich andere europäische Länder verschulden. Das ist die Ursache für die Schuldenkrise. Es ist eine realwirtschaftliche Ursache. Und nicht etwa, dass zu wenig gespart worden wäre, nicht etwa, dass andere Länder zu sehr über ihre Verhältnisse leben. Deutschland und die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land leben unter ihren Verhältnissen. Und das seit Jahren. Mit anderen Worten, Budgetrestriktionen und Leistungsbilanzdefizit, all das ist die Ursache für die Kreditverschuldung und all das ist die Ursache für die Schuldenkrise in Europa, nichts anderes. Und dieser Kurs der Budgetrestriktionen, der soll jetzt auch noch dem Rest von Europa verordnet werden. Und während bisher die Außenhandelsbilanzdefizite Deutschlands über die Verschuldung anderer Länder abgefangen werden konnte, soll zukünftig über die Schuldenbremse, die in Deutschland schon mehr schlecht als recht nicht funktioniert, soll zukünftig über die Schuldenbremse abgewürgt werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass zukünftig die Exportwirtschaft Deutschlands überhaupt nirgendwo mehr hin exportieren kann. Weil wer bitte soll denn kaufen? Warum soll denn in Griechenland gekauft werden, was in Deutschland produziert wird, wenn man das nicht über Schulden und Schuldenaufnahme finanzieren kann? Das heißt, diese schwachsinnige Politik, die sägt auch noch den Ast ab, auf dem die deutsche Wirtschaft selbst sitzt. Sie ist also selbst aus der deutschen Perspektive hochgradig schwachsinnig. Aber sie ist nicht nur ökonomisch schwachsinnig, weil sie die Wirtschaft vor Ort und auch hier stranguliert. Sie ist sozial und politisch schwachsinnig, denn sie treibt die Menschen in Armut und Existenznot. Sie befördert Nationalismus, Ausgrenzung und Angst. Und sie unterminiert das politische Modell Europas. Sie zerstört den Zusammenhalt in der Europäischen Union. Und deswegen müssen wir gegen dieses Modell kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und eins muss man an dieser Stelle noch mal dazu sagen, die rassistische Unverschämtheit, permanent so zu tun, als ob die Länder des Südens Europas über ihre Verhältnisse leben, blendet völlig aus, dass Deutschland 4 Jahre lang gegen die Maastricht-Kriterien verstoßen hat, ohne irgendeine Sanktion der Europäischen Union befürchten zu müssen. Während Italien, Griechenland, Spanien, Irland sich im Grunde zu Musterschülern einer vernünftigen Haushaltspolitik entwickelt haben. Genau umgekehrt, als Sie es behaupten, ist es. Wir leben unter unseren Verhältnissen und wir finanzieren derzeit die Absurditäten
die Vergesellschaftung der Schulden durch öffentliche Schuldenaufnahme, während in den anderen Ländern in den letzten Jahren die Hausaufgaben tatsächlich gemacht worden sind. Die einzige Alternative dazu besteht, Reallohnsteigerungen in Deutschland, besteht darin, die Sozialleistungen in Deutschland wieder zu erhöhen. Wir müssen die relative Schere zwischen Schulden und Armut schließen. Wir müssen wieder in der Lage sein, in Deutschland mehr Geld auszugeben. Nur das wird die Außenhandelsbilanzdefizite beenden und nur das wird den Zusammenhalt in Europa sichern. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Länder des Südens und auch hier Deutschland und seine Kommunen in den sozialökologischen Umbau investieren können, in sozialen Zusammenhalt investieren können, in mehr Demokratie investieren können. Und das müssen wir vermitteln. Das müssen wir vermitteln. Die Linke hat Ahnung von Wirtschaft, nicht diese Wahnwitze da drin. Und ich möchte mit einer Bemerkung abschließen. Wir reden gerne von der Diktatur der Finanzmärkte. Ich glaube, das ist falsch. Es ist nicht die Diktatur der Finanzmärkte, sondern es ist eine fortgesetzt verfehlte ökonomische Politik. Und es gibt ökonomische Akteure, die dafür verantwortlich sind. Es gibt politische Mehrheiten, die dafür verantwortlich sind. Und es gibt die Möglichkeiten, diese Mehrheiten zu ändern. Und das ist unsere Aufgabe. Und damit schließe ich hier. Vielen Dank.